Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, bei uns ist Wochenende. Ich war gestern bei Action und ich habe da so einen riesen Einkauf gemacht. Also ich habe sehr viel bezahlt. Ich habe aber auch eine sehr große Sache, die ich euch jetzt gleich hier zeige. Und ich habe mir gedacht, ich mache das heute unkompliziert. Einfach, ich nehme die Kamera in die Hand, zeige euch jetzt die Sachen. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier gleich schlau mache. Und ihr schreibt mir mal bitte, ob das euch gefällt. Also ob ihr euch lieber die Videos wünscht, wo ich irgendwie ohne Perspektivwechsel sitze. Oder ob es für euch auch okay ist, wenn ich das so zwischendurch mal mache, ohne dass ich jetzt was aufbaue. Ich brauche auch heute kein Licht, weil ihr seht, die Sonne, die knallt hier rein. Oh, ich genieße das. Das tut so gut. Ich hoffe, bei euch auch. Ich meine, hallo, wir haben November und es fühlt sich an wie Spätsommer. September. Ich liebe es so sehr. Also das hilft auch. Ja, also schreibt mir mal gerne, ob das für euch okay ist. Ich quatsche dann bestimmt am Ende nochmal mit euch. Aber jetzt zeige ich euch erstmal den Einkauf, weil deshalb habt ihr hier ja reingeschaltet. So, das Erste, was ich euch zeige, was ich mir mitgenommen habe, ist hier von Karnemelk diese Buttermilch. Oh, ich liebe das jetzt hier in der Sonne. Ich weiß, es ist für euch jetzt ein bisschen überstrahlt, aber ich finde es so schön. Ich sitze hier in der Sonne und... Oh. Also, dieses Schaumbad ist mit Buttermilch, Milchsäure und das ist halt so großartig für die Haut. Also das ist immer das Erste, was ich kaufe. So, und warum ich eigentlich in den Action bin, blende ich euch jetzt ein. Ich sitze hier nämlich drauf. Das ist dieser tolle Teppich. Oh Gott, der ist so, so, so schön. Und ja, den anderen, den habe ich jetzt ins Kinderzimmer gemacht, weil der da einfach viel besser hinpasst. Und es ist so gemütlich jetzt im Winter und ja, der musste jetzt sein. Und deshalb war der Einkauf auch relativ teuer mit 145 Euro. Also ja, so, dann machen wir mal weiter. Was ich ja super toll finde, sind diese Körbe. Und ich weiß nicht, ob ich da vielleicht mal ein Video dazu mache. Ich beschäftige mich so seit einem halben Jahr mit dem Thema Feng Shui wieder extrem. Und diese Körbe, die sind im Bad so perfekt, weil die beruhigen und genau im Sinne von Feng Shui euer Bad harmonisieren. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel viel so mit Muscheln dekoriert habt, ne, dann ist das nicht so gut im Bad. Im Bad solltet ihr eher mit solchen Sachen wie Körben oder warmen Farben, Brauntöne. Das ist so eher neutralisierend und harmonisierend. Also wie gesagt, ich mache da gerne mal ein Video dazu. Ich liebe das, es ist voll mein Thema. Ich beschäftige mich damit jetzt extrem. Und genau, also deshalb der schöne Korb. Und dann mache ich direkt mal weiter mit diesen Aufbewahrungsteilen. Die sind aus Bambus und die finde ich auch so, so, so toll. Die haben halt einfach so eine Innen, ich zeige euch mal den kleineren, glaube ich. Innen sind die einfach so schön weiß. Und ich habe in der Küche so ein olles Regal, das stört mich so sehr. Das steht hinter der Tür und es ist so ein Schandfleck, das ist so ein offenes Regal, wo ich so Süßigkeiten und so aufbewahre. Und da möchte ich halt unbedingt ein bisschen sortieren. Und dafür habe ich jetzt von diesen Körben direkt zwei große. Hier diese zwei großen und einen kleineren mitgenommen. Also ich bin noch nicht ganz im Weihnachtsmodus, aber an diesen beiden Figuren bin ich nicht dran vorbeigekommen. Ja, also ich finde die ultra süß und gerade wenn man Kinder hat, dann macht das echt Spaß, wenn man da so die Süßigkeiten dekoriert und wenn dann mal eine kaputt geht, ist das auch nicht so dramatisch, ne? Die sind nicht für die Spülmaschine geeignet, für euch als Info, aber ja, es sind einfach total süße kleine und für das Geld musste ich sie einfach mitnehmen. Genauso wie den kleinen süßen Nussknacker für den Weihnachtsbaum. Und ich weiß nicht, ob ihr mein TK Maxx Haul schon gesehen habt. Wenn nicht, dann kommt er jetzt als nächstes online. Ich habe mir ja so einen schon geholt bei TK Maxx und jetzt bekommt er quasi einen kleinen Freund dazu, dass er da nicht so allein hängt. Und der ist auch echt richtig schön gemacht. Na, seht ihr den jetzt hier? Genau, da könnt ihr auch sehen. Also das lässt sich jetzt nicht bedienen, ne? Hier hinten, der ist also, aber ich finde den trotzdem total schön gearbeitet. Dann muss ich auch immer bei den Tassen gucken und da habe ich mir diesmal die schöne da mitgenommen. Das ist eine richtig schöne, große
Kaffeetasse und ja, ich finde die einfach echt toll. Und die gab es auch noch in anderen Farben. Ich habe sie jetzt hier in diesem schönen Altrosa und das ist auch eine ordentliche Portion. Also da passen zwei, wenn ihr, oder einen großen Cappuccino mit viel Milch, wenn ihr euch die Milch gern aufschäumt oder so, dann ist diese Tasse perfekt. Ein ganz wichtiges Thema sind natürlich Kerzen und von der Farbe hatten die leider nur noch zwei Stück. Die habe ich auch direkt genommen. Ich finde die so toll und die weißen, also diese Farbkombi liebe ich so sehr. Und ich habe aber dann auch noch die braunen jetzt nochmal mitgenommen. Die passen ja auch super gut in den Herbst. Und ja, also Kerzen finde ich echt eine wichtige Geschichte. Und bei Action sind die echt gute Qualität. Also die tropfen nicht doll, die brennen sauber ab, die rußen nicht. Also ich finde die richtig gut. Und dazu passend habe ich noch ein Stabfeuerzeug eingepackt. Finde ich halt auch sehr praktisch, ne? Ich koche ja auch mit Gas und da sind einfach Stabfeuerzeuge viel besser. So, es geht ja ins Jahr 2023, bald, also es ist nicht mehr so lang, aber ich mag total diese Kalender von Action. Ich habe die immer auf meinem Schreibtisch liegen. Also für meinen normalen Job als Grafikdesignerin habe ich natürlich alle meine Termine in meinem Handy stehen, bei Outlook, keine Frage. Aber ich schreibe mir auch gerne manchmal noch Sachen hier rein, einfach so, dass ich einen Überblick behalte. Und das ist einfach ein schöner Kalender, so ein schöner großer. Dann finde ich diese Sachen auch immer so toll bei Action. Also ja, ich weiß nicht, kennt ihr die? Da sind so kleine bedruckte, aber immer so schön. Also gerade hier ist das mit so einem Golddruck. Oh, das ist so toll. Oder so kleine andere Kärtchen. Also wenn man jetzt mal irgendwas ein Geschenk macht oder so, dann kann man das immer mit ranheften. Und ja, ich liebe diese kleinen Blöcke und kaufe die regelmäßig nach und ich brauche die auch immer auf. Also wir benutzen die ständig und basteln irgendwas damit oder wenn man mal einen kleinen Brief oder so schreiben möchte, ja, sind die richtig schön. Und dazu passend für meine kleine solche Sticker, also kann man ja auch nie genug haben, ne? Also wenn man kleine Kinder hat, die so gern basteln, dann sind diese Sticker auch echt immer wichtig. Die kaufe ich regelmäßig und damit kann man ja alles eben Karten basteln oder manchmal malt sie irgendwas und Sticker. Also das kennt ihr, wenn ihr kleine Kinder habt, die gerne basteln und malen. Dann geht es weiter hier mit diesen Masken. Die habe ich mir jetzt lange nicht gekauft. Und diese Retinol, die gab es auch nicht. Und diese Niacinamid habe ich mir jetzt mitgenommen, zwei Stück. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau, ob die mir Uneinheiten gemacht haben. Ich hoffe jetzt nicht. Ich werde es einfach nochmal ausprobieren und euch dann berichten. Und was ich aber wieder nachgekauft habe, weil ich sie so gut finde, sind diese Invisible Hipster. Und seht ihr, die haben hier so eine schöne Spitze, so eine schöne Ab. Ja, hier oben halt. Sieht einfach schön aus. Und trotzdem sind die halt immer so unsichtbar. Ich liebe diese Teile, die gehen nicht kaputt. Also ich finde die einfach gut. Manche Frauen sagen, die können die nicht anziehen, weil es ist natürlich Mikrofaser, ne? Also es ist jetzt keine Baumwolle. Muss man halt ausprobieren. Ich komme damit super gut klar und bin trotzdem fresh. Oh Gott, worüber rede ich? Dann habe ich mir hier ein Langarm-Shirt mitgenommen. Die finde ich halt so toll, wenn es jetzt kühler wird und dann trägt man das einfach drunter, also anstatt eines Unterhemdes, liebe ich die Dinger. Und ich habe das auch in einer größeren Größe genommen. Normalerweise habe ich ja 36, 38. Ich habe es jetzt hier in 40, 42, weil ich will das wirklich lang und kuschelig. Also das darf nicht so knapp sein. Dann kaufe ich immer total gern diese Geburtstags- oder generell diese Karten. Und ich habe jetzt noch keinen Anlass, aber den wird es auf jeden Fall geben. Und ich finde das so hübsch, weil da sind so kleine Glitzersternchen drin. Happy Birthday, so eine kleine Katze finde ich ganz süß. Ja, oh mein Gott, hier bin ich nicht dran vorbeigekommen. Das ist diese, so eine Tasche. Das ist für mich eine Make-up-Tasche natürlich. Ich liebe diese Quaste da oben. Ist echt richtig schön verarbeitet mit dem Reißverschluss. Und ganz leicht und dünn, aber ganz schön groß. Also hat hier unten noch so einen Boden, ne, wie ihr seht, so diesen, so noch so einen. Ne, es ist keine, doch, es ist eine Naht. Ist einmal hier durchgenäht. Und da kann man halt einfach schön viel Make-up aufbewahren, wenn man verreist und so, dann hat man alles schön zusammen. Und die hatten die auch noch in so einem wunderschönen Grünton, aber die hat mir jetzt noch besser gefallen, diese blaue mit der Quaste. Und ja, die habe ich noch eingepackt. Dann fand ich hier ultra cool diese Farben von diesen Haargummis. Und naja, also mal gucken, wenn ich sie nicht benutze, dann spätestens meine Kleine wird sie sich dann krallen.
Aber die kann man ja immer haben. Und das Schöne ist, die machen halt die Haare nicht kaputt, weil die halt ohne Metall oder so sind. Ne? Die sind schön weich zu den Haaren. Dann habe ich Waschlappen mitgenommen. Finde ich auch ein wichtiges Thema. Also wichtiges Thema. Bei Kindern. Es ist nicht so gut, wenn ihr die Kinder und auch übrigens euch jeden Tag zweimal in die Dusche stellt. Von daher sind diese Waschlappen ultra toll. Die wechselt man natürlich täglich nach jeder Benutzung. Dann werden die richtig gut gewaschen in der Waschmaschine und dann bleiben die fresh. Aber ich entsorge die natürlich auch regelmäßig, wenn ich die viel benutze. Und da kaufe ich auch hier diese Farben ganz gerne bei Action. Und auch wieder so Thema Feng Shui. Die sind halt sehr positiv. Also ich würde jetzt keine blauen Waschlappen kaufen als Beispiel. Ne? Aber ihr macht es, wie ihr wollt. Kein Ding. Ne? Also euer Leben wird nicht schlechter wahrscheinlich. Davon gehe ich aus. Aber wenn ihr euch natürlich mit Feng Shui beschäftigt, dann eher solche Farben. So, dann habe ich mal für meinen Sohn solche Boxershorts eingepackt. Ich habe die noch nie bei Action gekauft. Also muss ich mal gucken, ob die gut sind. Die einmal. Und dann habe ich ihm noch einen Schlafanzug mitgenommen, einen langärmlichen. Und ich hoffe, die Größe, dass das hinkommt, dass das alles passt, den werde ich jetzt erstmal waschen. Und fand ich aber jetzt ganz süß und ich hoffe, er mag den auch. So, es raschelt und ja, daran kam ich nicht vorbei. Das war auch die letzte Packung, also diese Erdnüsse mit Karamell und Seesalz. Die musste ich auf jeden Fall haben, weil ich habe mir gedacht, wenn ihr schon alle leer gekauft habt. Und es ist immer mit belgischer Schokolade, genauso wie diese Haselnüsse. Oh, die sind einfach gut. Und ich finde, das ist ein gesünderes Naschen, als wenn man jetzt zum Beispiel nur sich da irgendwie Schokolade reinzieht. Nüsse sind nicht so schlecht. Ne? Man isst natürlich nicht die ganze Packung, aber Nüsse haben ja auch viele B-Vitamine, beruhigen so ein bisschen die Nerven. Und ich finde, so jetzt in der Jahreszeit, da kann man auch mal Nüsse essen. So, und was ich aber auch brauchte, sind diese M&Ms, eine riesen Packung. Also, ich weiß nicht, ich war an der Tankstelle und da hatte ich M&Ms gekauft und habe mich so geärgert. Das war eine Mini-Packung und die kostete irgendwie 3 Euro. Und dann habe ich diese Packung geöffnet und oder ich wollte sie öffnen und dann habe ich gesehen, die hat jemand geöffnet, oben so einen kleinen, so einen Ritz da geöffnet und hat die Hälfte der M&Ms rausgegessen. Und ich habe es natürlich erst im Auto gemerkt. Ich fand es dann also super eklig, habe die nicht mehr gegessen und habe mir jetzt bei Action deshalb eine riesige, das sind irgendwie 300 Gramm M&Ms. Da komme ich aber jetzt auch wieder einen Monat oder zwei hin. Ne? Also ich esse das nicht mit einem Mal auf. Dann habe ich hier so einen kleinen gelben Block mitgenommen, diese klebenden Dinger. Die finde ich ganz praktisch, wenn man irgendwie einen Einkaufszettel schreibt für Notizen. Habe ich die immer im Flur liegen. Dann habe ich mir die noch mitgenommen. Das ist so eine Limited Edition Karamell Blond und ich habe die euch, glaube ich, beim letzten Mal gezeigt. Da hatte ich die mit Kokos und ich fand die so, so, so lecker, dass ich mir die natürlich sofort wieder eingepackt habe. Dann gibt es Teelichter, eine Riesenpackung. Das sind 40 Stück. Die brennen 8 Stunden und die habe ich aber nicht für mich gekauft, sondern für die Kita. Wir hatten da nämlich ein Herbstfest. Wenn ihr mir bei Instagram folgt, habe ich euch da auch mitgenommen. Und die waren jetzt alle abgebrannt. Wir haben da so einen Lichterweg gemacht, ganz schön. Und ja, jetzt habe ich also die gekauft und werde die gleich morgen mit in die Kita nehmen. Was ich auch so, so gut finde und immer wieder gerne bei Action kaufe, das sind diese Percal Spannbettlaken. Das ist die Größe, also bei unserem Bett 1,80 x 2,20. Und die fühlt sich halt so gut an. Das ist halt so eine richtige Hotel Qualität und ja, also ich finde die richtig, richtig gut. Ich liebe weiße Bettwäsche. Im Moment möchte ich am liebsten nur noch in weißer Bettwäsche schlafen. Ich weiß nicht, was es jetzt ist. Aber diese Spannbettlaken sind halt richtig gut und wenn da mal eins kaputt geht oder so, weil man die ja doch oft wäscht, dann nehme ich die von Action. Dann für mich natürlich ganz wichtig sind diese Spülmittel. Die brauche ich auch immer. Also ich finde die super gut. Die sind 99% pflanzlich und 100% abbaubar. Also diese Plastikflasche, ja, kaufe ich immer nach. Und mein liebster Reiniger bei Action ist dieser Badreiniger. Ich finde, der riecht so gut. Und es gibt auch einen Allzweckreiniger, den kaufe ich nicht mehr, weil der mir einfach nicht gut tut. Also da musste ich, da konnte ich nicht atmen, wenn ich den sprühe. Und den Küchenreiniger mag ich auch nicht so sehr, aber der Badreiniger, das ist mein Liebster und den habe ich auch immer im Einsatz bei den Katzen und ich liebe den Duft und ja, das ist ganz, ganz mild und auch alles 100% natürlich. Dann hier ganz praktisch, die WC-Ente habe ich mitgenommen.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob das preislich jetzt so viel bringt, aber ich glaube schon, Action ist ja immer günstiger. Und ja, habe ich mit denen eingepackt. Dann kaufe ich super gerne diese Waschmittelpots und dann habe ich mir wieder die von Dash eingepackt. Und ich muss jetzt hier mal dran schnuppern oder ich hole die mal hier raus. Moment, die sind echt so gemacht, dass ich auch kaum reinkomme. Das sind hier diese Pots und oh ja, die riechen so gut. Ich mag den Duft und ja, komme damit sehr gut klar. Ich habe natürlich auch noch mein Pulver von Persil und Spee, aber ich wechsle das gerne und diese Pots finde ich richtig gut. Dann zeige ich euch natürlich immer am Ende die XXL. Diese Reinigungstücher, die finde ich super wichtig und so für die Katzen habe ich die immer im Einsatz. Und die Dinger natürlich exemplarisch, da habe ich auch irgendwie 20 Stück gleich wieder gekauft und die lieben die. Ja, das war der Einkauf. Ich räume jetzt die ganzen Sachen weg und packe die Körbe in die Küche und ins Bad und räume alles ein. Da freue ich mich jetzt drauf und Bruno schnurrt hier neben mir in der Sonne. Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, weil das erhöht meine Reichweite. Viele denken da nicht dran. Für mich ist es eine totale Unterstützung, wenn ihr mich da supportet. Und ja, ihr könnt mir bei Instagram folgen, da nehme ich euch ja auch immer viel mehr mit durch meinen Alltag. Und ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, die kleine Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt gesund, passt auf euch auf, genießt die Zeit. Auch jetzt wieder das Einkuscheln mit den ganzen schönen Sachen. Und ja, ich sage alles Liebe und tschüss, bis zum nächsten Mal.